Wir haben uns in den alten Gemäuern umgesehen. 600 Jahre schaue ich hinab schon in das Tal, um meine Mauern recken sich schon Bäume ohne Zahl. Als ich mein schützend Dach noch trug, war Lebensglut in mir. Seit man mir's vom Haupte schlug, steh ich verlassen hier. Das sind einige Zeilen von Karl Skala, die in der Festschrift anlässlich 600 Jahre Burg Lichteneck in Wartberg zu lesen sind. Wir feiern das 600-jährige Bestehen unseres Wahrzeichen in Würde und Bescheidenheit. Eigentlich eine Eigenschaft unseres Jubilars. Die Vergangenheit unserer Burg, weder blutrünstig noch von Geistern durchwandert, war eben eine bescheidene in der Geschichte unseres Landes. Der Männergesangsverein und die Bläser des Wartberger Musikvereins haben diese Feierstunde musikalisch umrahmt. Ich kann mich erinnern, als Bub, 455, 56, haben wir hier oben Indianer gespielt und so manches gefährliches Abseilmöglichkeit gesucht, sagen wir so. Und es war nicht immer ungefährlich. Und trotzdem, ich kann mich nicht erinnern, in meiner Jugend, dass hier etwas Gefährliches passiert wäre. Das heißt, wir haben immer einen Schutzengel gehabt in all den Jahren, wo wir uns hier aufgehalten haben. Vor mehr als 700 Jahren, etwa um das Jahr 1280, dürfte hier auf diesem Platze ein zur Herrschaft Oberkindberg zinsendes Bauerngehöft gestanden sein. Der erste Lichtenecker war offensichtlich, wie seine Nachbarn, ein Bauer. Sogar seine Zinsleistungen sind bekannt und betrugen jährlich 8 Metzen. Ein Schwein, ein Lamm, ein junges Huhn, 15 Eier, ein Laib Käse, 2 Bündel Leinwand und in Geld 6 Pfennige. Interessantes erzählt uns auch der rüstige Obmann des Burgvereins. Sie sehen so genau, dass das Erdreich ist rübergegangen bis zu der Burg, also der Feind nicht so leicht reinkam, hat man da durchgestochen den Berg und hat dann dort eine Wagbrücke gemacht. Das sieht man genau. Es war zuerst der innere Torturm. Der Torturm war, wie dann Gefahr im Verzug war, hat man dann erst diesen Teil, wo man da die Felsen ausgebrochen hat, hat man diesen Torturm gemacht. Gell? Und das war eine Wagbrücke, keine Zugbrücke, sondern da sieht man die Lage. Ein kleiner Bauer hat das können, hat sich das ruckzuck, hat sich das verschlossen. Gell? Das erste in einer Burg war der Rollstuhl. Damit man gleich beim Ausreiten hat können, gleich herein, war das erste. Ein kleiner Vorhof und der große Rollstuhl. Der war natürlich weiß gedüncht, so sieht man heute noch die ganzen Dinge, weil ein Ross war ja mehr wert wie ein Leit damals. Das hat man zum Arbeiten gebraucht und auch zum Kämpfen. Nicht? Jetzt sind wir im Eckturm, südliche Richtung, Talrichtung, und da sieht man die ganz gut erhaltenen Schießscharten noch, wo die Kämpfer gelegen sind und sie verteidigen können. Nicht? Da sieht man ein schönes romanisches Tor, noch ganz gut erhalten, so wie es eben war. Es ist noch ganz Glück, dass solche Tore auch noch erhalten sind. Hier sieht man, das ist die östliche Verteidigungsmauer, da sieht man noch genau für die Tram, da war oben, das war der Wehrgang, nicht? Da war oben ein Wehr, da sehen Sie genau die Dinge oben, die Wehrgänge, da waren die Pechnasen, Pechrutschen, und da war nach unten verteidigen können. Jetzt befinden wir uns im Innenburghof. Vorne der wuchtige Bergfried, das war ein Wohnturm. Links davon der Palas, die Brücke, die Verbindungsbrücke von Bergfried in den Palas. Und das Wichtigste einer Burganlage ist ja das Wasser. Wir befinden uns da auf der Zisterne. Nicht wenn der Kampf war, es war draußen eine Quelle, die sogenannte Kropfquelle, aber ein Brunnen war in jeder Burg das lebenswichtigste.
Und über diese Stiege werden auch damals schon viele gestolpert sein. Sie führt zu den Wirtschaftsräumen. Diese sind auch heute noch sehr geheimnisvoll. Dass diese Burgruine so gut erhalten ist, verdankt sie wohl einem sehr aktiven Burgverein. Übrigens, so glaube ich, ein schöner Sonntagsausflug in alte Zeiten. Auch ein Museum ist zu besichtigen.